Das hier ist ein Equalizer mit einem Low-Cut und einem High-Cut. Und am Ende von diesem Video weißt du nicht nur, wie daraus der weltberühmte Abbey Road-Trick wird, sondern auch, wie ich ihn leicht abgewandelt in wirklich jedem meiner Mixe benutze und du bestimmt bald auch. Jetzt und hier in deinem Recording-Blog. Tach und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video hier im Recording-Blog. Und manchmal muss man dem Kind ja nur einen berühmten Namen geben, um klarzumachen, dass es sich hierbei wahrscheinlich um eine gängige Technik beim Mischen in der DAW handelt und man ganz nebenbei mit dem Namen dann auch noch beim Musikerstammtisch angeben oder neudeutsch flexen kann. So ist es auch beim Abbey Road Trick, der, wie der Name es schon sagt, aus eben jenem EMI-Studio in der Londoner Abbey Road stammt. Im Kern handelt es sich hierbei um einen Equalizer, der auf einem Reverb-Bus hinter den Hall geschaltet wird und der der reinen Lehre nach aus einem Low-Cut bei 600 Hertz und einem High-Cut bei ungefähr 8 bis 10 kHz besteht. Die Idee ist, dass man damit zum Beispiel den Vocals tüchtig Hall zumischen kann, dieser sich aber im Mix wegen dem Equalizer möglichst unauffällig verhält und den Mix auch nicht unnötig zumüllt oder vermatscht. Schauen und hören wir uns das Ganze am besten mal direkt in Reinform an einem Beispiel an und dann verrate ich dir noch anschließend, wie ich diesen Trick in meinen Mixen leicht abwandle, quasi Abbey Road Trick Version Jonas vom Recording Block 2.0 oder so ähnlich. Also, der reinen Lehre nach habe ich jetzt hier also auf zwei parallel laufenden Hallbussen direkt mal den Abbey Road Trick vorbereitet. Den Equalizer siehst du hier einmal mit dem Low Cut bei 600 Hertz und einmal mit dem High Cut bei 8 kHz. Und wenn du dich fragst, warum auf zwei Hallbussen direkt? Naja, ich arbeite sowieso mit mehreren Hallräumen bei meinen Vocals und weil der Effekt dann noch klarer und deutlicher wird, also der positive Effekt vom Abbey Road Trick, zeige ich es dir jetzt erstmal an den beiden Hallbussen, die jetzt mal ohne den Rest laufen und dann schalte ich den Abbey Road Trick dazu und danach hören wir das Ganze dann direkt nochmal im Mix an. Also erstmal ohne den Abbey Road Trick, der Hall ganz ohne Bearbeitung. Und das Ganze direkt mal im Mix ohne und dann mit dem Abbey Road Trick. Mal. Der Hall ist da, aber es wirkt einfach insgesamt aufgeräumter und das Ganze bleibt einfach ein bisschen frischer und der Hall gibt dem ganzen Tiefe, müllt den ganzen Mix aber nicht unbedingt zu. Ich habe dir aber natürlich noch versprochen, dass ich dir meinen Trick zeige, also schauen wir mal auf meine Einstellungen rein. Ich mache mal hier alles aus und nehme die mal raus und dann zeige ich dir mal, welche Einstellung ich normalerweise nehme. Also bei mir ist auch ein Low-Cut, ein High-Cut drauf, aber ich nehme andere Werte und zwar meistens beim Low-Cut ein kleines bisschen weniger aggressiv. Das heißt, ich lasse ein bisschen mehr von den unteren Frequenzen drin und bei den oberen Frequenzen bin ich in diesem Fall mit 7,6 kHz sogar noch ein bisschen weiter gegangen. Weil ich aber eben untenrum nicht ganz so viel abschneide, habe ich hier durchaus noch ein weiteres Band, mit dem ich ein bisschen in den unteren Mitten aufräume, wie du hier sehen kannst. Und das ist dieser Bereich. Wir hören uns nur diesen einen Hallraum jetzt hier mal solo an, erst ohne und dann mit meiner Bearbeitung. Und diesen Bereich hier habe ich abgesenkt. Und jetzt schalten wir das Ganze mal im Mix einfach dazu. Wir nehmen das Solo hier raus und dann nehme ich erst meinen Abbey Road Trick raus und dann können wir ihn dazu nehmen. Achte nochmal darauf, wie der Mix aufgeräumter wird, sobald ich den Abbey Road Trick auf dem Vocal Hall einschalte. Abbey Road Trick, check. Aber wie bekommt man eigentlich mit verschiedenen Halltypen diese sagenumwobene Tiefenstaffelung in den Mix? Das verrate ich dir in diesem Video. Da sehen wir uns dann. Bis die Tage, mach's gut und Yassou!